Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ja, was ist denn hier los bei der Tofina? Schon wieder ein Unboxing. Mann, muss die Frau Geld haben. Nein. Das wird langsam wieder ein bisschen knapp. Ich habe jetzt noch einmal Geld für eine Busfahrt, weil ich ja am Samstag zu meiner Freundin fahre. Und dann ist das Geld erstmal weg. Ja. Aber für ein paar Cent, weil ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe in meinem Video. Oder ich habe das nur meinen Freunden erzählt über WhatsApp. Das kann natürlich sein. Dass ich habe so drei Bücher gesehen von Pokémon und die haben 55 Cent jeweils gekostet und die drei Dinger habe ich mir jetzt gekauft und die möchte ich mit euch mal einfach ein bisschen angucken. Unbezahlte Werbung. Und ich kann natürlich nicht jede einzelne Seite euch zeigen, das ist natürlich logisch. Ja, hier sind die guten. Ich habe eine gelbe Karte für euch, ich habe eine rote Karte für euch und ich habe die blaue Karte für euch. Nein, Spaß. Hier diese drei Bücher. Das ist jetzt die Rückseite. Ne? Die Vorderseite sieht anders aus. Ne? So. So, die habe ich mir bei Teddy gekauft. Genau. Da steht auch drauf 55 Cent, 55 Cent und 55 Cent. So, was habe ich denn hier genau? Ich habe hier einmal ein Tagebuch. So eine Art Tagebuch hier steht da drauf, ne, da oben, da ganz oben über dem Preisschild steht Tagebuch, sollte man lesen können. Das könnt ihr lesen, oder? Das ist groß genug. Genau. Dann habe ich hier einmal Puzzle und Spielspaß zum Ausmalen, Zeichnen, Suchbilder, Puzzle, Schattenspiel, teste dein Wissen, finde die Unterschiede. Genau, hier so ein, ne, das steht da alles, ne, was ich gerade vorgelesen habe, steht da alles. Zeige ich das richtig in die Kamera? Jo. Ne? Genau. Und ein Freundschaftsbuch. Es ist ein sehr dünnes Freundschaftsbuch, aber so viele Freunde habe ich ja auch nicht. Die kann ich auch an der Hand abzählen. Ne? Genau. Hier ist so ein Freundschaftsbuch. Steht auch groß darüber. Ne? Und man sieht, die sind nicht gerade dick, die Sachen. Ne? Also, genau. Steht aber überall offizielles Produkt von Pokémon. Gucken wir uns das Freundschaftsbuch mal an. Wie machen wir das jetzt am besten? Mache ich das jetzt so, dass ich das jetzt einfach so aufmache? Oder soll ich dafür die andere Kamera nutzen? Ja, wie machen wir das jetzt am besten? Ich meine, ich will es ja auch noch mal kurz zeigen. Ne? Genau. Dieses Buch gehört. Genau, also dann zeige ich euch einfach so das mal kurz. Ne, hier dieses Buch gehört. Ich mache das gleich was näher. Ne, kann ich mir hier ein Foto von mir selbst reintun und dann mein Zeug alles ausfüllen, ne, weil mir gehört das Buch. Ne? Genau. Ja, und dann steht da halt Name, geboren, Adresse. Die schreibe ich natürlich nicht da rein und halte sie dann in die Kamera. Macht Sinn, ne? meine Schule, meine Klasse. Das kann man natürlich im Erwachsenenalter auslassen. In der Schule kann ich natürlich hinschreiben. Da schreibe ich am liebsten der Letzte dann dahin. Ich habe Brüder und Schwestern. Nein, habe ich nicht. Ich habe Haustiere. Oder keine Haustiere. Kommt drauf an. Oder soll ich das doch mal mit der anderen Kamera machen? Ich probiere es mal aus. Moment. Ja, so, ich halte euch das hier einfach mal so ein bisschen dahin. Ne? Dieses Buch gehört, oben im blauen Feld kommt ein Foto rein von mir. Und dann sind die halt, die Namen hier halt ein Freundschaftsbuch aufgebaut ist. So, und dann halt die nächste Seite ist dann, kann sich dann jemand eintragen halt. Ne? Das bin ich, dann kommt hier wieder in dem grünen Feld, dann ein Foto kann man da reinkleben und dann schreibt man halt rein, was, ja, ne? Ich glaube, ein Freundschaftsbuch sollte jeder kennen. Ich muss das ein bisschen so halten. So muss ich das halten, genau. Ja, also sollte jeder kennen, theoretisch. So ein Freundschaftsbuch. Jetzt muss ich hier so lange Arme machen. Ne, dann haben wir hier sowas hier. Sieht man das? Gleich falle ich um. Gleich falle ich mit der Kamera um. Nein, Quatsch, alles gut. So, das bin ich, da kommt der nächste Freund, ne, und dann kommt hier wieder der nächste Freund, ne, und dann kommt ganz viele Freunde kann man da reinschreiben lassen. Oh, hier ist Kleinstein. Kleinstein, Kleinstein,
kleinen Stein. Was sehr schön. Genau. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen. Das ist Sandor. Komm schon, fokussiere. Meine Arme fallen ab. So. genau, Sandor, Sandor. Pikachu! Ja, cool. Genau, das ist halt das Buch hier gewesen. Na, ich muss das richtig halten. Ich filme auch schön gegen den... gegens Licht, ne? Gut, gleich kommt das nächste. Moment. So, jetzt habe ich aber mal die Kamera anders hingestellt. Wie ihr seht, ich habe eine neue Tischdecke und alles. Das ist Anfang des Monats oder gestern. Anfang des Monats, gestern. Ich meine, wir haben Anfang des Monats, aber gut. Habe ich mir letzten Monat noch bestellt. Das hat ein bisschen länger gedauert, bis die Sachen angekommen sind, aber gut. Darum soll es jetzt hier nicht gehen. Hier liegt das Hexenbrett, Pokémon, eine Wikinger-Tischdecke. Die kann ich euch gleich mal zeigen, wenn ich hier fertig bin mit zeigen. So, ne, hier haben wir das andere Buch, wo halt diese Spielspaß und so drin sein soll. Pikachu, Pika Pika, Pika Pika. Ne, hier sind dann irgendwelche... Ah, hier kann man zeichnen. Hier kann man Vulpix abzeichnen. Ist doch Vulpix. Ne, ja, doch, ist Vulpix. Vulnona ist die Weiterentwicklung. Ich würde zudem immer Vulnona sagen, aber das ist Vulpix. Ne, genau. Dann hat man das hier, kann man das dann abzeichnen in den Quadraten. Hier sind dann irgendwelche Rätsel... Ne, ich tue jetzt nicht jedes einzelne Blatt zeigen. Genau, hier sind auch irgendwelche Rätsel. Da oben ist Porenta. Porenta, Porenta. Genau. Und ja, hier ist ein Wimmelbild. Mögt ihr Wimmelbilder? Ich habe die immer von Grund geguckt, hier die Scream Tales oder was das war. Genau, dann haben wir hier noch irgendwas. Genau, und hier noch irgendwie was. So Rätselspaß, genau. Wie gesagt, ich will euch nicht alles hundertprozentig zeigen, was verständlich ist, ne? Genau, das ist das. Und, ja, Moment. So, da bin ich wieder. Hier ist das Tagebuch. Ich hoffe, man sieht alles. Genau. Ich kenne Ash eigentlich anders, ne? Der soll hier gezeigt werden, als wäre er erwachsen, ne? Ich habe früher als Kind übrigens zu diesem Charakter immer Arsch gesagt, weil ich wusste noch nicht, wie das, weil das im Englischen ausgesprochen wird oder wie das ausgesprochen wird. Ich habe es immer so ausgesprochen, wie es da steht. Ich habe immer Arsch gesagt. Arschketchup. Bis ich irgendwann gemerkt habe, nein, das heißt Ash, nicht Arsch. Genau, Tagebuch. Ja. Kann man hier oben das Datum, kann man das sehen, hier. Kann man das Datum mitschreiben. Und dann, genau, oben Datum hinschreiben, dann kann man hier halt Sachen reinschreiben. Ist halt wie ein Tagebuch aufgebaut, halt mit Glumanda drauf oder andere Pokémon, die ich jetzt nicht so kenne. Das ist sehr schön. Hier ist auch schon wieder irgendwie so ein Rätsel, so ein Schattenspiel. Das ist auch sehr schön. Ne, also, genau, das sind halt einfach nur so Blätter, wo man dann, Pikachu, wo man dann, ja, was reinschreiben kann. Ne, oder schöne Erinnerungen reinschreiben kann. Ich blätter mal schnell ein bisschen rum. Dann hat man hier nochmal so was, irgendwas zum Rätseln oder so. Ich muss mir das selber nochmal ganz genau angucken. Hier auch nochmal irgendwelche Rätsel. Ne, hier wieder zum Reinschreiben. Genau. Ganz genau. So sieht's aus. Ja. Moment, ich stehe mal kurz auf, wo man sitzt. Sagt, da kann ich das auch besser zeigen. So, also einmal jetzt die drei Sachen, die ich euch jetzt gezeigt habe, mal so eben kurz abgefilmt. Ne? Das sind die drei Bücher. Genau, und jetzt mach dich mal aus dem Weg hier. Also ich rede gerade mit meinem Sitzsack, ne? Nicht wundern. So, die Decke ist neu, die Tischdecke, also dieser Läufer ist neu. Wenn das alles so ein bisschen noch zerknittert aussieht, das war eingepackt. Ne? Genau. Ja, da liegt Popcorn rum, das habe ich mir auch geholt. Lass mich. Spaß. Ne? Diese Decke, auf diese Decke möchte ich später nochmal eingehen, wenn ich ein magisches Video mache, weil hier stehen wirklich Namen von den Göttern drauf und so weiter. Ne? Also auf die Decke hier gehe ich später nochmal genauer ein in einem magischen Video, okay? Genau.
Und hier die rote Decke habe ich mir auch neu gekauft, auf jeden Fall. Das sieht sehr schön aus. Das sticht jetzt auch viel besser raus hier bei meinem kleinen Altar. Ja, und da liegt ganz viel Scheiß rum. Das ist sehr schön. Genau. Was könnte ich noch zeigen? Hier meine Wohnung. Hier wohne ich. Hier habe ich auch ein bisschen aufgeräumt, auf jeden Fall. Ja, hier ist ein. Das ist über Walpurgisnacht passiert, dass das hier so gerußt hat, ne? Die ist total geschmolzen, die Kerze. Genau. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Ja, dann will ich hoffen, dass euch das Mini-Winnie-Video, Mini-Winnie-Würstchen-Kette, sagt der Tom und die Annette. Oder wie war dieser Slogan von dieser Werbung? Es hat einen kleinen Faden verloren. Also ich hoffe, ihr habt Freude dran gehabt an dem kleinen Video. Ich werde mir die Bücher jetzt mal ganz genau zu Gemüte führen, was das jetzt alles ganz genau ist und was das für Rätsel sind und so. Und ja, es kann durchaus sein, dass ich vielleicht mal ein Rätsel mache oder sonst irgendwas in einem Video. Wäre bestimmt auch mal lustig für euch. Und dann würde ich mal sagen, habt einen schönen, angenehmen Tag. Ich war nämlich gerade beim Zahnarzt, deswegen war ich eben auch bei Teddy, ne, so als Belohnung praktisch. Ja, Tofina hat schmerzempfindliche Zähne. Ne? Da geht man öfter mal zum Zahnarzt. Das ist nicht so angenehm, ich weiß. Aber man sucht sich das nicht aus mit den Zähnen. Ne? Die Zahnärztin, die ich nämlich jetzt habe, ist sehr gut. Und die meinte auch mal, das hat auch was mit den Genen zu tun. Dann steckt man da nicht drin. Ne? Wenn man das bekommt irgendwie durch die Eltern mit den Genen, da kannst du putzen so viel wie du willst, die Zähne. Wenn aber die Gene oder die DNA oder was die da erzählt hat, wenn die irgendwie, wenn da, sag ich mal, ein Knacks ist, dann, ne, kann man putzen, wie man möchte, dann fallen die irgendwann aus, die Zähne. Oder tun halt so doll weh, dass man halt sagt, raus damit. Und so eine bin ich mittlerweile, tut weh, raus damit. Dann kann ich mich schneller entspannen. Genau, so. Jetzt habe ich ja doch mal wieder ein bisschen mehr erzählt. Genau, dann hoffe ich, ihr genießt diesen schönen Donnerstag im Mai 2023. Wie gesagt, ich war gerade draußen und bis zum nächsten Video. Eure Torfina.